Heute geht es darum, wie wir die wieder aus der Erde rauskriegen. Bevor es aber an die eigentlichen Arbeiten geht, schauen wir uns erstmal den Roder genauer an. Hier vorne haben wir jetzt den Schlegel. Genau. Da haben wir hier die kurzen und langen Schlegel. Mhm. Die laufen dann zwischen den Reihen, außen, hier in der Mitte und hier außen. Und über die Walze hält er quasi seine Höhe? Genau, über die Walze hält er die Höhe, wird mit den Federn entlastet, wie vorhin schon gesagt. Und hier ist der Lenkautomat im Prinzip. Und jetzt hier fährt er hin und her. Ah, wie cool, ja. Und da hinten hat er halt die Sensoren. Wenn er hier kommt oder zu weit vom Damm weg von dem anderen, dann steuert er mit dem Zylinder damit gegen. Wie nehmt ihr jetzt die Kartoffeln auf? Durch die Rodeschere. Ja, jetzt sieht man die auch, ja. Die Walzen sind im Prinzip nur die Höhenführung. Wie bei der Mulcher, sag ich mal, die Walze, sind die zwei Dammtrommeln auch da und tasten den Damm ab und geben die Höhe vor, wie hoch und wie tief wir roden. Das heißt, ihr könnt auch einstellen, wie hoch die Walzen laufen sollen. Die Zylinder hier geben wir dann die Höhe an, wie wir vorhin gesagt haben. Da jetzt sind wir bei 50%. Und dann kommt die Erde im Prinzip hoch, hier über dieses Grabband. Mhm. Und das ist auch in dem Umkreis, hier sind wir die Einzigen, die dieses Grabband hier drin haben. Die anderen haben eine ganze Kette von da oben bis hier unten. Was ist der Vorteil von dem Grabband dann nochmal mit? Bei gewissen Gegebenheiten, feuchten Boden und so, können wir halt im Prinzip ein bisschen schneller fahren, weil wir die zweite Fallstufe haben. Wenn die Erde hier einmal runtergefallen ist, dann ist auf dem zweiten Band hier im Prinzip mehr wie 30% der Erde schon weg und in der nächsten Fallstufe ist schon fast gar nichts mehr Erde. Oben sehen wir jetzt die Grobkrautkette. Ja. Die schwarze Kette mit den Gummipaddels da dran. Die oberen Gummibänder da. Da fällt der Laub im Prinzip drauf. Im Prinzip die Erde mit dem Laub drauf. Mhm. Und dann sollen diese Bänder im Prinzip die Kartoffeln aus dem Laub aussortieren. Also dass die Kartoffeln liegen dann meistens unten und der Laub oben drauf. Und die können auch noch durch diese Paddels da oben, wenn wir die reinschwenken, also nach unten auf diese Grobkrautkette. Oder die Paddels da? Die Paddels, ne, die können wir dann runterfahren auf diese Kette drauf und dann strüppt sich das Laub im Prinzip da, dass die Kartoffeln auch nochmal dazwischen fallen auf das andere Band, wo die dann hochgefördert werden. Mhm. Da geht es dann hier oben? Genau, da gehen die Kartoffeln dann hoch. Bis ungefähr oben zu diesem roten Balken. Ja. Von da aus fallen die Kartoffeln dann aufs Querband. Können wir das von hinten sehen, das Querband? Wir können einmal hochgehen dann. Okay. Genau, jetzt kommen die Kartoffeln hier oben an. Das Laub geht hier oben über diese Kopfkortkette da oben runter und hinten wieder mit raus, ne? Wieder raus. Und da unten auf dem anderen Band kommen die Kartoffeln auf dieses Querband und werden dann hier rüber gefördert. Wir können die Walzen hier unten, können wir auch noch hochdrehen. Dann können kleine Steine, kleine Erdkluten und so, die können dann auch über die Seite noch raus. Das steuert auch, dass der Land wird. Oben hier vorne. Und dann kommen die Kartoffeln hier oben an, aufs dritte Band und werden dann durch diesen Fingerrotor, werden die Kartoffeln dann im Prinzip sortiert. Das heißt, der Fingerrotor ist meistens so eingestellt, dass hier vorne die Kartoffeln, also die dicksten Kartoffeln auf dieser Seite liegen, hier vorne. Ja. Die kleinsten nach hinten gehen und die Erde oder die Steine oder so auf dieses kleine Band daneben an. Ja, genau. Das kann man dann durch diese Kurbeln hier drehen, macht meistens auch der Landwirt. Der entscheidet dann so, ich möchte jetzt die dicken Kartoffeln hier liegen haben oder die dicken Kartoffeln sollen ein bisschen mehr in der Mitte liegen. Und dann geht es über dieses Verlesetischband in den Bunker. Und vom Bunker halt ab auf den LKW. Ab auf den LKW.
Ja, und auch wenn die Maschine schon relativ viel aussortiert, alles schafft sie nicht. Deswegen muss noch nachsortiert werden. Und dabei werden schlechte Kartoffeln und festere Erdklumpen sowie Steine mit aussortiert. So, das war es jetzt erstmal zur generellen Funktionsweise von dem Ruder. Im nächsten Video sieht man das Ganze dann in Action und erfährt noch ein bisschen was darüber, auf was der Fahrer alles zu achten hat und was es für Besonderheiten bei speziell der Ernte hier gab. Bis dahin, tschüss!